Ja, hallihallo, hier ist euer Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 13.10.2021 und heute sage ich euch, wird es interessant. Warum wird es interessant? Jetzt, ich will nicht so wie immer so hier 13 Minuten, 15 Minuten nur von Bitcoin und von diesen Patterns jetzt reden, sondern diesmal gehen wir zu dem Total Market Caps Chart. Ja, also natürlich mit dem Zusammenspiel Altcoin, Bitcoin, Bitcoin-Dominanz, ja. Und das ist wirklich, was ich da gefunden habe, ein bisschen bullish, ja, kann hyperbullish werden, ja. Ich sage es gleich im Einspieler. Und das Ganze brachte mich etwas auch zum Nachdenken, bin ich ganz ehrlich, denn wir sind jetzt meiner Meinung nach am Scheideweg. Das ist jetzt kein Witz und ich zeige euch, wenn ihr dran bleibt, auch warum. Und natürlich ganz am Ende, wenn ich das euch gezeigt habe und auch erklärt habe, gehen wir auch kurz natürlich auf den Bitcoin-Chart ein. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Bleibt also dran. So, hier sind wir bei dem Total Market Cap 1. Ja, wir gehen auch gleich noch zu 2, aber 1 ist die komplette Marktkapitalisierung des Kryptomarkts. Ja, das heißt, was ist in den Kryptowährungen insgesamt an Kohle drin? Ja, da ist der Bitcoin mit drin, das heißt alles plus Bitcoin. So, bei dem Total Market Cap 2 sind nur die Altcoins drin, da ist Bitcoin nicht drin. Und was man aber hier super sieht, ja, ist, dass ich hier eine sehr, sehr bullische Formation bildet. Und viele werden es schon kennen, das ist ein mögliches Cup and Handle. Hier hätten wir jetzt die Tasse, also Cup, und hier womöglich den Henkel, also Händel, ja. Und diese Formation in so einem, ich sag mal, Bullenmarkt, ja, oder in so einem Anstieg ist sehr, sehr, sehr bullisch. Man darf natürlich nicht vergessen, dass solche Formationen, solange sie nicht durchgebrochen sind, natürlich auch ein Rollover gehen kann und fertig. Natürlich, das ist ganz klar, ja. Wenn diese, aber wir sehen hier schon den starken Widerstand hier, ja, hier in Blau, wenn dieser überwunden wird und auch, ich sag mal, bestätigt wird, dann werden wir in diese, also dann sind diese hier die möglichen Ziele, was in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten in den Kryptomarkt fließen kann. Und was bedeutet es natürlich, wenn mehr Geld in die Kryptos fließt? Ja, dann steigen die Preise. Ja, und meiner Meinung nach wird es so sein, sollten wir hier einen positiven Breakout haben und da oben zu diesen Zielen gehen, dann werden wir bei allen Kryptowährungen, ja, also nicht bei allen, aber ich sag mal jetzt vom Markt her, immer neuere All-Time-Highs erreichen, ja. Und jetzt denkt ihr euch, ja, da die ganze Zeit war er ja bullish, ja, bearish, ja. Das Ganze ist noch nicht bullish, muss man dazu sagen. Das ist zwar eine hyperbullische Formation, hier gerade jetzt nach der Marktstruktur. Ja? Aber er ist noch nicht drüber. Das ist es. Er ist noch nicht drüber. Und ich blende jetzt mal den Bitcoin-Chart ein. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja? Man sieht, Der Bitcoin-Chart beziehungsweise der ist eigentlich fast 1:1 wie das Market Cap, ja, sieht man auch ganz klar.
Ja. Aber was man hier im Netz sieht, ist, dass sich bei dem Bitcoin-Chart ein Cup and Handle bildet. Ja, weil ein Cup and Handle ist immer oben komplett das Top. Das heißt, jetzt gucken wir uns das mal an. Normalerweise müsste man hier eins zeichnen. Das ist nichts. Also daraus kann ich persönlich kein Cup and Handle rauszeichnen. Ja? Und natürlich kann man dann hier was zeichnen, aber dann wäre hier das Wick ja drüber. Und dann ist es meiner Meinung nach kein Cup and Handle mehr. Aber dadurch, dass wir jetzt noch die Market Cap haben, ja, sieht es hier ganz, ganz anders aus. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt gucken wir, gehen noch weiter zurück. Natürlich muss man das im logarithmischen Chart natürlich ein bisschen anpassen hier, das Ganze. Und ihr seht, das ist eigentlich fast 1 zu 1. Ja. Und nur, dass hier nicht klar ist, dass es hier bei Bitcoin jetzt hier, ja, ein Cup and Handle werden kann. Das sieht eher aus, ich sag mal jetzt, wie ich auch die ganze Zeit vermute, wie ein Double Top. Ja. Aber, jetzt blende es wieder aus. Ja, werden wir, wie ich schon sagte, hier diesen blauen Bereich durchstoßen. Ja. Wir stoßen mit der Bestätigung, dann werden wir bei Bitcoin und bei sehr, sehr vielen Altcoins weitere All-Time-Highs bzw. höhere Kurse erreichen. Man kommt gleich zum Market Cap 2, das ist die ähnliche Formation, ja, also ganz ähnlich. Und das hier ist genau der Punkt, warum ich sage, wir sind am Scheideweg. Prallt er hier ab, wir sehen einen Rollover nach unten, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da natürlich Bitcoin, die Altcoins mit komplett fallen, logischerweise, ja, weil dann hier Geld aus dem Markt gezogen wird, dann fallen die Kurse. Ja, wir sind hier am Scheideweg. Ich sage es klipp und klar. Wir sind hier am Scheideweg und das seht ihr. Ja? Da kann auch kein anderer irgendwas sagen. Wir sind hier am Scheideweg. Wir sind genau hier. Ja? Natürlich kann man über das Pattern streiten, so weiter, das ist klar. Aber man sieht hier diese Trendlinie, die sehr, sehr respektiert wird hier. Schon hier einmal, hier zweimal und hier ein paar Mal. Er kommt im Moment noch nicht durch. Ja? Sollte er durchkommen, wie gesagt, dann bin ich wieder bullisch gestimmt, dann haben wir zwar noch, das weiß ich natürlich, das kann ich nicht voraussagen, aber wenn wir hier drüber gehen, haben wir womöglich noch nicht das All-Time-High bei Bitcoin, aber dann wird es wahrscheinlich kommen, das Neue. Aber wenn wir hier das bestätigen, das Ganze drüber und dann, wenn das Cup and Handle dann natürlich dann anzieht, dann sehen wir, wie gesagt, bei vielen Coins, bei sehr, sehr vielen Coins neue All-Time-Highs, ja, meiner Meinung nach. So, kommen wir zu dem Total Market Cap 2, das heißt, also excluded Bitcoin, das heißt nur die Altcoin. Ihr seht, die Formation ist die gleiche, was sich hier bildet. Aber jetzt kommt das, warum ich das jetzt einblende. Wir gucken jetzt mal hier die Market Cap der Altcoins mit der Bitcoin-Dominanz an. So, und sorry, dass ich jetzt ein bisschen hin und her schieben muss, aber so erkennt ihr das besser. Und zwar, das hier in Orange ist die Bitcoin-Dominanz. Das heißt, fällt die Bitcoin-Dominanz, steigt natürlich hier der Cashflow in die Altcoins. Man sieht es ganz klar, es ist entgegengesetzt. Verlieren die Altcoins an Marktkapitalisierung, das heißt, wird Geld aus den Altcoins rausgezogen, steigt die Bitcoin-Dominanz. Also meistens immer gerade anders. Und natürlich gibt es immer mal Phasen wie hier, wo sie mal ähnlich sind, aber im Großen und Ganzen ist es immer andersrum. Ja, hier seht ihr es wieder. Da geht hier die Dominanz geht hoch, die Altcoins verlieren an Wert. Ja, und ja, also das wollte ich euch mal zeigen. Ja, das ist im Prinzip das Gegensatz. Jetzt natürlich die Leute, ihr, wo schon länger hier meine Videos gucken, ihr wisst, dass ich denke, das sieht man hier auch, dass wir hier einen möglichen doppelten Boden sehen werden. Ja, und da wechsle ich jetzt ganz kurz so ein schleichender Übergang zu der Bitcoin-Dominanz direkt, wo man es auch besser sieht. So, hier sind wir bei der Bitcoin-Dominanz und ich sage dir, dass ich davon ausgehe, dass wir sowas Ähnliches bekommen wie hier auch. Doppelter Boden, dann geht die Bitcoin-Dominanz, also die Bitcoin-Dominanz hoch. Das heißt, die Altcoins verlieren an Wert, weil mehr in den Bitcoin reinfließt. Also jetzt der Wechsel. Jedoch ist es so, dass in diesem Fall hier der Bitcoin dann gefallen ist. Natürlich die Altcoins doch mit. Nach diesem Pattern hier. Ja? Und ich ging davon aus, dass es hier ähnlich sein könnte, wenn man die ganze Struktur anguckt. Ihr kennt meine TA zu Bitcoin, dass ich sehr, sehr viele bärische Anzeichen habe, inklusive den. So, jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja? Und das ist das Ganze.
Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass wir hier oder dass es des Öfteren nach einem doppelten Boden aussieht, auch im ganz normalen, auch im Minutenchart. Ihr könnt es überall nachgucken, ja, dass man hier kurz, deswegen ist auch diese Neckline hier, diese von dem W, das mitten, das hier, das Teil, ist ganz wichtig. Denn hier gab es auch schon sehr oft, das ist sehr, sehr oft, das kann man auch, könnt ihr auch nachgucken, hier, dass es hier ein Rollout gab, dass er hier dann gedreht hat und dann ging es noch weiter runter. Ja? Und wenn das so kommt, wenn er noch, wenn der, wenn es noch weiter runter geht, dann heißt das, dass wir meiner Meinung nach mit dem Bullenmarkt noch nicht ganz zu Ende sind. Jetzt in Verknüpfung mit dem Market Cap, mit dem Total Market Cap. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, denn wir könnten hier zum Beispiel jetzt ein Descending Triangle sehen. Das heißt, wenn er jetzt hier abprallt, geht es wieder runter und das ist eher ein bearishes Pattern. Er könnte jetzt hier, das war jetzt nur ein Beispiel, ja, also das war jetzt nur, um euch zu zeigen, dass hier noch mehr Patterns entstehen könnten, ja. Er geht so diese Neckline hoch und dreht hier, wie ich eben sagte, ja. Das ist halt, er muss wirklich das hier brechen, sodass wir wissen, okay, jetzt verlieren die Altcoins gegenüber dem Bitcoin an Dominanz, ja. So, jetzt ist natürlich die Frage von euch, oder vielleicht von einigen, ja, wie positioniere ich mich persönlich jetzt? Ganz einfach, größere Trades in kurzer Zeit, sage ich mal, werde ich erstmal Seitenlinie sein. Ja, ich werde jetzt, was ich auch sehr oft mache, Swings mitnehmen, kürzere Trades bei Patterns, bei Range Trading und so weiter. Ja, das sind so meine Dinge, wo ich schon mache. Ich werde keine jetzt für kurze Zeit größere Trades aufbauen. Ich zeige euch aber noch mal gleich, was ich in Bitcoin noch mal gesehen habe, was auch bullish ist. Also ihr merkt schon, das Video ist eher schon in Richtung bullischeres Video, ja, weil ich will euch auch die andere Seite zeigen. Weil den Total Market Cap zum Beispiel habe ich nie, bin ich ganz ehrlich, nie großartig im Auge gehabt. Natürlich gucken wir mal rein, was ist so drin, ja. Aber so richtig, dass man das mit einbezieht, das habe ich nicht gemacht. Ja, das ist, da gebe ich ganz ehrlich offen zu. So ist es. Und jetzt nehme ich es aber mit rein. Und ja, ihr wisst, ihr habt es am Anfang jetzt gesehen, was ich daraus, was daraus entstehen könnte im Ganzen, ja. So, jetzt wisst ihr, was ich mit der Total Market Cap euch rüberbringen wollte in Verbindung mit dem Bitcoin-Kurs und mit dem Total Market Cap 2 natürlich in Verbindung mit der Bitcoin-Dominanz. Ich denke, das war sehr, sehr interessant. Das werden wahrscheinlich viele von euch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Und ja, lassen wir uns mal überraschen und wechseln jetzt ganz kurz mal in den Bitcoin-Chart. Was sehen wir hier auf dem Daily Chart des Bitcoins und ihr seht ihr schon in Rot ein mögliches Rising Wedge, ja, beziehungsweise eine mögliche Wolf Wave, ja, ein Rising Wedge, wie ihr jetzt seht, ja, wäre jetzt, sage ich mal, hier fertig. Dann wäre das hier unsere letzte Anlaufstelle, beziehungsweise klar, Rising Wedges hoch könnte natürlich schon weiter zuspitzen. So ist es nicht. Ich meine eigentlich, will euch damit sagen, dass hier bei dieser roten Trendlinie dann mehr oder weniger auch Schluss ist. Ja, ein Rising Wedge kann sich wirklich lang hochziehen. Das ist wie beim Falling Wedge. Und irgendwann knallt er runter und dann ist Tuck. Ja, dann ist fertig. Bei der Wolf Wave ist es so, dass wir hier sehr oft drüber gehen über diese rote Trendlinie. Ja, je nachdem, wie unser Fibonacci-Level sind, da legt man hier die 3 zu 4 an. Ja, und dann wären das hier so mögliche Anlaufpunkte. Hier haben wir das 1, 2, 7, 2er, da wäre hier das zum Beispiel Schluss. Dann haben wir hier das 1, 6, 1, 8er bei 63.000, dann hier das 1, 7, 8, bei knapp 66.500 und so weiter und so fort. Ja. Und was will ich euch damit sagen? Das Pattern, ja, es ist ein bearishes Pattern, obwohl es eigentlich jetzt vom Blick jetzt sieht, eigentlich bullisch aussieht, denn hier könnte die Wolf Wave sich bis zu 7, bis knapp 98.000 Dollar austoben, wäre immer noch eigentlich ein bearisches Pattern. Denn wenn solche Wolf Wave zünden und die wenn sie zünden, dann, ja, dann erreichen sie ihr Ziel sehr, sehr oft. Und das erste Ziel ist diese Linie hier, ja, die Verbindung 1 zu 4. Und ihr könnt euch vorstellen, je nachdem, wie lange das dauert, wo wir dann wieder runtergehen, mindestens, ja. Das wäre hier, wenn es jetzt wäre, zum Beispiel hier, sagen wir die knapp 38.000, ja,
Und natürlich das 100% Sieben über Rising Wedge wäre hier die knapp 30.000. So. Aber, jetzt kommt das ganze Aber. Was passiert, gehen wir drüber. Was kann man da machen? Natürlich kann man sich hier eine schöne Short aufbauen, je nach den Fips, wo ihr ihn gesehen habt. Ja, ist natürlich eine langwierige Sache, es kann monatelang gehen. Viele, viele, viele Monate. Ja, das wäre dann wirklich ein Long-Term-Short-Trade. Und bevor es dann wieder hier runterknallt. Ja, ich persönlich werde das nicht machen, ja, weil ich habe ganz ehrlich keinen Bock, so lange in einem Trade zu sein, wo wirklich vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr vielleicht sogar geht. Ja, auch wenn die Fees im Moment auf der Short-Seite sind, das heißt, man wird dafür bezahlt, wenn man Short ist, würde ich das persönlich nicht machen. Ja, das sind nur für mich einen möglichen Gang. Ja, sollte hier aber Schluss sein, und es wird ein Rising Wedge. Dann haben wir hier unser 100% Ziel, klar, bei 30.000. Und ich gehe davon aus, wenn er dann das macht, dass er hier runter geht und nochmal auf 30 stand, dass wir hier diesen Bereich brechen werden. Das ist zwar ein Major Widerstand, aber so oft nimmt sich das, der Bitcoin, lässt sich der Bitcoin das nicht nehmen. Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Ja? Aber wir sind jetzt in hier und jetzt. Hier bildet mir was Schönes, entweder ein Rising Wedge oder eine Wolf Wave, je nachdem, ob er hier drüber kommt. Ja? Und sorry, es war das Handy. Und das Ganze, wenn er wirklich hier rübergehen sollte, ja, und den Überschuss hier, also er muss es nicht hier durch, der Überschuss, das ist jetzt nur so als Anzeichnung, wie hoch es gehen kann. Ja, da gibt es bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Und dann kann er natürlich hier eine Kerze hoch machen und auf 98 dann wieder runter. Ja, dann wäre das immer noch im Überschuss drin. Ja. Darum geht es aber nicht. Und zwar geht es darum, sollte er drüber kommen, hier dieses ausfüllen, dann würde das mit dem Market Cap, was ich am Anfang gezeigt habe, konform sein, dass man die Ziele vom Market Cap erreichen wollen. Ja, und gleichzeitig natürlich dann hier auch der Bitcoin dann dementsprechend steigt, bevor es dann jetzt irgendwann in diesem Bereich zu einer fetten Korrektur nach unten geht. Wenn das Ganze bullisch aufgelöst wird jetzt, ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Wir sind im Moment, wie gesagt, überall am Scheideweg. Wir sind hier am Scheideweg. Wir sind bei dem Total Market Caps beim Scheideweg. Ob es jetzt Altcoins oder insgesamt der Markt ist. Ja? So, ihr wisst jetzt, es ging jetzt ein bisschen länger, das Video, aber ich denke, ich hoffe, ich konnte es halbwegs gut rüberbringen. Ja? Lasst mal einen Kommentar da unten, ob ihr das verstanden habt und wie ihr das heutige Video auch fand. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, teilt es mit Freunden, Bekannten und abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt und aktiviert die Glocke. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal unterstützen würdet, hier bei Anmeldung bei FemEx und FTX, natürlich für erfahrene Trader, ganz klar. Und hier in der Telegram-Gruppe könnt ihr joinen, in dem Crypto-Talk hier unten, da können wir uns austauschen, wenn ihr wollt. Und hier die Telegram-Gruppe Content Only meinerseits. Wenn ihr TA allein wollt, dann schreibt mich per Telegram oder per E-Mail an und da bekommt ihr Informationen zur Bull vs. Bears Academy. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Crypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Ciao.